So, jetzt gucken wir uns hier an den sogenannten realen Schalter. Wie sieht es jetzt hier aus? Also, jetzt kommen hier so ein bisschen so Leistungshalbleiter ins Spiel und diese sind ja in der Regel nicht ideal. Also, wie muss man hier ein bisschen vorgehen? Also, wenn ich hier wieder meinen Auszustand habe, habe ich ja hier meine Spannung. Bis zu dem Punkt. Jetzt schalte ich. Beim idealen Schalter geht hier sofort runter. Aber hier geht es so, hier habe ich eine gewisse Verzögerung. Und dann geht es natürlich hier auch nicht von 100 auf 0 runter innerhalb von Mini-Zeit, sondern ich habe hier einen kleinen, ja, so einen Abfall, also so eine Rampenabfall. Und dann geht es hier auch nicht auf 0 runter, sondern hier, ich zeige es mal ein, irgendwie so sogenannte Durchlassspannung. Wie bei einer Diode, diese Spannung, die ihr habt, hier 0,7 Volt oder sowas, bleibt hier immer anliegend. So, und dann, wenn ich hier wieder ausschalte, dann geht das gleiche Spiel wieder los, ein bisschen verzögert und dann wird hier wieder dieser Wert, Spannungswert erreicht. Also so sieht es beim realen Schalter aus. So, das alles ist alles noch ziemlich cool. Jetzt mit grün, beziehungsweise kann ich auch mit rot machen, mal mit rot. Jetzt geht es weiter mit dem sogenannten, mit dem Strom. Wie sieht es denn jetzt mit dem Strom aus? Ist ja auch eine interessante Sache. Und zwar, Strom ist ja generell null. Naja, es gibt ja immer ein bisschen so den sogenannten Sperrstrom, also die Sperrverluste. Und habe ich jetzt hier so. Und dann wird eingeschaltet, dann dauert es ein bisschen, dann fängt rampenförmig hier der Strom an zu steigen. So ungefähr, dann geht es hier hinter und dann, wenn ausgeschaltet wird, ist ein bisschen Verzögerung immer hier drin und dann geht er wieder rampentechnisch, ne? Ja, rampentechnisch geht er dann hier so runter. Das hier unten ist der sogenannte Sperrstrom, also ein bisschen Strom fließt hier noch. Und jetzt das Interessantere hierbei, das mache ich jetzt grün, ist nämlich folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Spannung so runterziehe, also hier von hier, dann seht ihr, ihr wisst ja, Leistung, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, die sogenannte Verlustleistung, ist ja Spannung mal Strom. Also beim idealen Schalter habe ich ja das nicht gehabt, weil aber immer, wenn Strom da ist, ist keine Spannung da. Aber hier habe ich jetzt diesen Bereich und jetzt hier sage ich mal diesen Bereich. Und diese beiden Bereiche erzeugen mir dann sozusagen eine sogenannte Verlustleistung hier. Die ist einmal hier so, jetzt wird es schwierig, ist einmal hier so steigend und dann ist sie gleich wieder fallend. Das Produkt hier, wenn ich diesen Wert mal diesen Wert, diesen Wert mal diesen Wert, komme ich hier ungefähr auf irgend so ein Teil. Und hier hinten, glaube ich, schöner geht es nicht, komme ich hier auch auf irgendwie so einen Block, wo ich die richtigen Schaltverluste habe. Also wir haben hier, verzögerungsfrei gibt es hier schon nicht mehr, Schaltfrequenz ist auch begrenzt. Und hier habe ich auch noch immer so Leitendverluste, kann ich hier auch sagen. Und hier noch ein bisschen so Sperrverluste. Also ideal ist hier nichts mehr, aber ja, so sieht es aus bei einem realen Schalter. Das Gute ist, in der Theorie wird sowas gerne immer vernachlässigt, aber wenn es dann in die Praxis geht, zur Dimensionierung einer echten Schaltung, dann spielt sowas wieder eine ganz, ganz interessante Rolle, gerade mit Schaltfrequenz, weil da kann man nicht unbegrenzt nach oben gehen und ja, weil da gibt es ja diese Freiraumzeiten und so weiter und so fort. Gut, habe ich was vergessen? Nee, passt. Also das hier zum realen Schalter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hier oben kannst du es abonnieren. Hier über meinen Kopf geht es zu einem weiteren coolen Video. Und hier geht es zur Leistungselektronik-Playlist. Also, wie schon gesagt, unterstützen, hier mit abonnieren. Würde mich freuen. Auf Wiederschauen und Dankeschön.